So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir empfohlene Level gespielt, die ganz cool waren tatsächlich. Und jetzt gucken wir mal, ob bei euch irgendwas Neues passiert ist. Ich würde allerdings ganz gerne mal wieder in diesem Part ein bisschen Multiplayer spielen, um ehrlich zu sein. Achso, aktualisieren sollte ich vielleicht. Das wäre sinnvoll. Oh mein Gott! Okay, ganz kurz zu Kaiser von Noobs 2. Diesen Beetle, den wir gesehen haben, den kann man tatsächlich einfach runterspringen. Man darf nur nicht dumm sein. Dann funktioniert das auch. Also das mit dem Springboard war totaler Quatsch. Aber ich möchte jetzt trotzdem nicht die alten Sachen hier nochmal neu versuchen, sondern dann springen wir einfach wieder der Reihe hoch. Zweimal Counter haben wir erstmal am Anfang. Don't forget to snow. Try to build a rather normal difficult level. Huch. Okay. 3%. Weltrekord bei fast 3 Minuten. Mhm. So, mach dich mal weg. Bitte, wie viele? Muss ich da direkt rein? Na, guck mal, hier ist nämlich auch eine Münze. Oh boy! Ich komm... kann die 3D-Physik noch nicht. Oh Gott. Aber ich hab ordentlich... Jumps. Jetzt heben wir erstmal die Todesrate wieder hoch. Gar kein Problem. Das mache ich doch gerne. Na gut, dann gehen wir erstmal da rein. Huch. Theoretisch hätte ich eine Shell mitnehmen können. Aber vielleicht ist es tatsächlich einfach nur ein normales, langes Level. Oh mein Gott. So, jetzt weiß ich nicht, da oben könnte natürlich auch nochmal eine Münze. Ja gut, das ist nicht die Münze, die ich suchte, aber gut. Und auf den kann ich jetzt stehen, ne? Das ist jetzt ja kein SMW. Auf den kann ich stehen. Alles klar. Hoppa. Ah! Ach so. Und wir kommen der Sache näher. Nehmen wir erstmal die Shell mit, wie ich das gesagt habe. Haben wir nämlich hier keinen Stress mit den Kollegen. Und sind doof da unten. So. Ich wollte die... Oh, dann halt nicht. Dann halt nicht. Mit dem Kollegen habe ich eigentlich auch so keinen Stress, weil ich da eh nicht hin muss. Und daher passt das ja. So. Wie sagt jetzt der Weitsprung nicht? Ah, ich dachte, ich weiß, wie der geht. Oh mein Gott. So. Mist. Soll darunter oder in die Röhre da rein? Darunter. Okay. Machen wir aber erst nochmal die Pflanze hier kaputt, sonst wird die mir nachher, wenn ich wieder hoch will, richtig Ärger machen. So. Okay. Bam. Was tue ich denn? Der ist einfach weitergelaufen. Ich und 3D World. Das dauert noch, bis wir Freunde werden. So, komm her.
Aber ich kann doch... Ja, den meinte ich. Den mache ich also anders. Okay. Den mache ich also anders. So. Also jetzt mal gucken, ob das hinhaut. Ich meine, klar, ich kann es mit dem Wall-Jump lösen, aber ich meine, das müsste so gedacht sein. Ja, und das passt auch. Okay. Wow, 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 wow. Nein, das war zu bald. Ach, da kommt mir auch so. Ach so. Ich dachte, da muss ich mega kreativ sein. Stellt sich raus. Muss ich gar nicht. Oh, schieß nicht hier durch eigentlich. Nein, wieso mache ich denn? Ich wollte jetzt... Ich dachte, jetzt drehe ich mich an der Stelle, wenn ich das... Normalerweise drehe ich mich doch, wenn ich den an der Stelle mache. Aber irgendwie hat er in dem Moment dann was anderes gemacht. Oh mein Gott, was tue ich hier? So. Ach, guck mal, jetzt ist die Shell sogar hier rum. Oh. Und dann kann ich mir die ja sogar wieder gönnen. Ich wusste es. Seht euch an, wie ich mir die Shell gönne. Ich wusste, ich hab mir schon gedacht, dass das Ding nichts wird, aber... Ah. Muss das denn immer so peinlich sein? So. Neuer Anlauf. Vielleicht nützt mir die Shell auch einfach nicht mehr. So, aber die Kollegen da müssen weg. Nein, komm wieder her. Ich spring sonst in dich rein, wenn ich wieder hochkomme. Das will ich nicht. So. Jetzt machen wir einfach keinen Dingssprung mehr. Wieso hatte die jetzt sich... Jetzt wollte ich eine Stampfattacke machen, jetzt hat er keine Stampfattacke angesetzt. Warum? Ich verstehe nicht... Hä? Ja, hier, ich drücke nach unten, er macht eine Stampfattacke. Jetzt gerade hat er keine gemacht. Warum war ich zu schnell? Geht es dann nicht? Was war denn jetzt in der Physik wieder falsch? Gerade sterbe ich nur, weil ich zu doof bin, 3D-World zu spielen. Das ist der einzige Grund. So. Ich kann vor allem... Was mache ich denn? Ich kann vor allem die Dings nicht einschätzen. Die. Okay, ich. Aber das wird hier auch nicht stehen, ne? Das sind ja ganz normale. Ja. Die Physik steht hier natürlich nicht. Ja, das weiß ich alles. Oh no! Die Physik steht da nicht. Aber das ist so komisch, dass der manchmal weiterläuft. Da kann Count ja nichts dafür, aber... Es verwirrt mich. Warum bin ich denn so? So, zack. Oh, jetzt ist die Shell weg. Schade. Ah, nee.
nichts gesagt. Bleib einfach da. Mist. So. Wie wär's, wir springen einfach zu der anderen Seite mal raus. Aber jetzt hätte er auch wieder keine Stampfattacke gemacht, obwohl ich eigentlich wollte, dass er eine macht. So, zack. Jetzt machen wir das halt ganz vorsichtig. So. Zack. Oh no. Oh no. Oh, okay, das hat funktioniert. Okay, dann gehen wir da einfach nicht rein. Und jetzt gehen wir... Oh. Na, also ich will das nur nochmal betonen. Counter kann hier nichts dafür. Ich bin nur doof. Ah, jetzt komme ich hier raus. Sehr gut. Also die hätte ich mir auch eher holen können, aber die anderen halt nicht. Das war blöd. Oh mein Gott. Aber wie mache ich denn das dann jetzt mit dem... Hä? Kann ich so einen kleinen Sprung machen? Vielleicht einen kleinen Sprung, ja. Ups. Ja, okay, kleiner Sprung. Okay, da machen wir auch so einen Sprung. Okay, das hat ja gepasst. So, jetzt fehlt ja nur noch eine rote Münze. Hoppa! Jetzt wäre er fast nach hinten weggehen. Das wollte ich ja gar nicht. Okay, aber hier bleibt jetzt auch wieder stehen. Ich meine, finde ich ja gut. Soll er ja auch tun. Da ist meine letzte rote Münze. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt in den Goomba reinrenne oder sowas. Oh, jetzt kommt noch ein Katzenbowser, bitte nicht. Boah, Katzenbowser sind die schlimmsten Bowser. Weil die einfach 3 Jahre dauern. Dankeschön. Okay. 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 Ach komm, das war doch ein voll schlechter Rekord. Den lasse ich so nicht stehen. Den lasse ich so nicht stehen. Das war ja totaler Mist. So. Den nehme ich aber trotzdem zur Sicherheit mit. Weil ich es kann. So. Runter mit dir. Und rüber mit uns. Ja gut, jetzt... Der Speedrunner wird jetzt natürlich die Pflanzen hier nicht killen. Und hofft dann da irgendwie durchzukommen. Aber das halte ich für... Doch, es funktioniert. Okay, okay, nein, ich komme mit der Physik nicht klar. Wir lassen das mit dem Rekord. Ich habe ja einen Rekord, der ist zwar scheiße, aber ich habe ihn einmal gehabt. So. Mein Gott. Nochmal ein Counter. Marta Surrogate Redux. Inferi lässt grüßen. Was hat er denn jetzt gemacht? Was hat er denn jetzt gemacht? Ja, hier kam mir am Anfang so ein Dings entgegen, ne? Das ist das Level mit der goldenen Beere oder sowas war da, ne? Irgendwie sowas. Ach Mist. Das ist das Level mit der goldenen Beere gewesen. War das das? Ich hoffe, das war das. Ansonsten ist das jetzt ein bisschen peinlich. Da unten war die rote Münze. Ach Gott, ach Gott. So, den kriege ich schon mal weg. Dann waren hier oben so Itemblöcke. Das war damals kein On-Off, aber gut, ist jetzt ja egal. Jetzt gucken wir mal kurz den Rest des Levels an, wenn der P-Switch gedrückt ist. Aber irgendwo hier konnte man ja einfach runter, oder wie das war. Weiß ich nicht mehr. Irgendwo bei der goldenen Beere. Aber hier ist jetzt keine goldene Beere, von daher. Das ist auch wieder Quatsch, was ich rede. Was ist das denn? Für ein Objekt.
Das war wohl falsch, ne? Okay. Das war wohl falsch. Weiß halt nicht, ob ich die Shell da benutzen soll oder ob die einfach nur so da ist. Da unten ist halt die rote Münze. Wie komme ich da ran? Wait. Ach, da ist Wasser. Hä? Seit wann ist da Wasser? Ach so. Ja, aber jetzt komme ich nicht mehr hoch. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. What? Wait. Wir nehmen die Shell mit. Ah. Das ist ein Problem. Ich kann nicht double grabben. Das prallt an der Piece. Und vor allem, es gibt keine Invisible Frames bei einer Shell. Oh mein Gott. Das war ja gerade, ne? Das war ja sofort tot. Das war ja nicht mal ein bisschen Wartezeit. Das war sie einfach komplett. So, aber ich komme da nicht mehr hoch, wenn ich die drücke, ne? Hier komme ich raus. Dann bekomme ich die, aber wenn ich die jetzt angenommen hier drücke. Ich glaube nicht, dass da Blöcke auf. Ja, nee, ich verstehe das. Na, hier sind ja keine Blöcke und nichts. Ja, nee, hier ist nichts. Wenn ich hier unten bin, komme ich nicht mehr hoch. Brauche ich gar nicht versuchen. Das ist ja kompletter Quatsch. Und wenn ich hier runterspringe, bin ich sowieso gesoftlockt. Dann kann ich mich nur noch umbringen. Okay, also die Münze hier unten ist für mich im Moment fake. Vielleicht mit einem Springboard, aber auch ein Springboard sehe ich jetzt irgendwie nicht. An der Stelle. Ich glaube, ich denke einfach viel zu viel an das Original zurück. Ich glaube, ich sollte einfach das spielen, als wäre es nicht, hätte es nicht diesen Namen. Dann würde ich es ganz anders spielen. Aber hier zu warten, einfach nur auf den On-Off zu drücken, ist ja auch irgendwie unsinnig. Das ist ja komplett unsinnig. So, wie geht jetzt dieses Rätsel hier? Das ist die nächste Frage. Also, was ist hier drin? Ach so. Das ist die machen wir doch einfach das hier Stelle. Das war jetzt nicht so gut. Ja, das war jetzt nicht so gut. Okay. Kommt der Block wieder? Nee, jetzt ist alles weg. Ja, dann kann ich hier nämlich Dings drücken. Und da oben wäre jetzt die Schlüsseltür. Aber ich komme doch nicht an diese Komme ich mit einem Shelljump da wieder hoch? Willst du so einen Quatsch von mir? Der wäre aber schon hart.
Ja, tschüss, Shell, ne? Ach so. Das sind Dinge, die ich nicht sehen kann. Gut. Gut, das, das ist ja... Mensch. Das ist ja offensichtlich. Aha, kommt ja. Nicht mal in Inferi gab es versteckte Blöcke, glaube ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Gott. Oh, dein Inferi-Level. Ich fasse es nicht. Schlimmste Zeit meines... Okay, dann halt keine Schellen. Ich meine, wenn man die vom Anfang hier mitnimmt, könnte man doch dann sowieso schießen. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Jetzt macht der hier diesen. Oh, das wollte ich nicht. Ja, das war's jetzt. Ja, das, super. Ah, es ist offen. Er hat offen gelassen. Es ist gerade richtig. Es ist gerade richtig. Oh, das war Glück. Okay, das war Glück. Das war großes Glück. So, jetzt. Wenn ich jetzt runterfalle, dann ist der Sprung wieder verhauen. Okay. So. Aber jetzt kann ich hier nicht drüber. Und hier ist jetzt ja auch ein... Hä? Ist hier noch irgendwo ein Block? Wait, kann ich jetzt drüber? Ah... Hier war das, genau, hier war der Normal Exit und hier war der Secret Exit. Aber ist der on-off jetzt? Moment, ja, natürlich ist der richtig. Quatsch, der war ja, ist ja egal. Das waren ja keine On-Off-Blöcke. Das waren ja die Blöcke. So, was kommt hier runter? Ranke. Bitte fragt nicht. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Bitte fragt einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich, ich weiß es einfach nicht. Okay, ich weiß es nicht. Ehrlich, ich schwöre. Aber wofür habe ich das denn dann? Was will ich denn da oben? Ich muss doch nur noch mit der Shell dann einen Shell-Job machen und dann ist doch fertig. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ist egal, ich muss ja nicht alles verstehen, ne? Glück habe ich das Richtige gemacht. Yes! So. Wie gut. Okay, okay, okay. Der reicht nicht. Der reicht nicht! Reicht der echt nicht? Oh, komm schon. Oh nein. Oh, der reicht. Puh.
Ich dachte jetzt schon. Meine Güte. Erster. Sowas von. Ei. WTF. WTF. So. Jetzt ist die Frage, haben wir noch ein kurzes Level möglich? Ich glaube nicht, dass die... Wobei, Trivi könnte ein kurzes vielleicht mit netter... 5,31. Nein, ich glaube, auch das müssen wir beim nächsten Mal spielen. Aber das hier scheint nach... sieht nach SMB-Kai so aus. Vielleicht kriege ich das ja schnell hin. Mal gucken. Vielleicht ist es jetzt auch wieder das Video, was jetzt, das Level, was jetzt das Video zu einer Stunde macht. Nein, bitte nicht. Ah ja. Ach Gott. So. Nummer 1. Ja, das war genauso gedacht. What? Ach du Schande. Ah ja. Funktioniert wahrscheinlich sogar noch besser als im Original. Oh Gott, aber wie? Uah, das habe ich auch noch nie gemacht. Ja, das wird nur in die Richtung gehen, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt machen will. Ah, vielleicht will ich es doch machen. Mist! Gott. Oh je, aber wir kommen der Sache näher. Wir waren ja schon fast dran. Och. Himmel hilf. So. Nein. Ja, genau. Na, und jetzt spring doch ab. Nur noch abspringen. Aber das will halt gelernt sein. Komm her. Achso. Vielleicht darf ich da nicht so hüpfen. Uiuiuiuiui. Das ist halt eine ganz andere Physik als SMB. Die fallen halt komplett anders, die Dinger. Ah. Wodurch halt der Zeitpunkt zum Loslassen auch ein komplett anderer ist. Es ist aber eben dadurch fast einfacher, man muss es nur hinkriegen. Ah! Na und jetzt... Ah, Mann! Und immer dann, wenn ich ihn hätte, wenn ich rechtzeitig drauf komme, dann versaue ich den Sprung selbst. Thank you.
Nein, das war so knapp. Das war auch schon wieder knapp. Ich habe jetzt einmal den Absprung geschafft und dann war ich zu niedrig. Und jetzt jedes Mal, wenn ich direkt drauf käme, schaffe ich es nicht, A zu drücken rechtzeitig. Ach, komm, ey. Manno. Ja, dann halt nicht. Nein! Ich sterbe gleich an der Zeit. Ich hoffe, danach kommt direkt der Checkpoint. Aber ich fürchte, na, wir werden sehen. Ah. Yes! Oh Gott, ist mir völlig egal, wie man an die Münze da oben kommt. Nein, es kommt kein Checkpoint. Oh nein. Ich habe doch keine Zeit mehr. Ich habe doch nicht die Zeit jetzt für so einen Quatsch. Wait, wie soll es überhaupt gehen? Hä? Hä? Oh Gott, was? Was willst du von... Was? Was willst du denn hier jetzt von mir? Hilfe. What? Ja, kann ich da drauf stehen und dann von dem Wald da abspringen? Ach so. Ach so. Dann muss ich das abschätzen. Das reicht doch niemals. Oh, ich müsste da... Muss ich da vielleicht zwei hinsetzen? Aber ich kriege ja nur einen. Hier war doch mal ein zweiter am Anfang. Wait. Ah, verstanden. Dann lege ich ungefähr einen hier... Naja, Quatsch. Ungefähr einen hier hin. Oh Gott, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Dann lege ich einen... Na, komm her. Dann lege ich einen ungefähr hier hin. Und dann gucken wir mal, wie das vom Platz her ausreicht. Hä, wie ist das? What? Verschwindet der? Oh. Kann ich dann doch nur mit einem arbeiten, oder was? Ich verstehe es nicht. Hä, ist der jetzt auch weg? Ne, der ist noch... Hä? Moment, aber der ist noch da. Der ist auch noch da. Dann müsste es doch jetzt funktionieren. Jetzt ist er weg! Okay, ich werde mir da mal die Lösung vom Rasierer angucken. Der baut, der lädt immer Lösungen hoch. Das habe ich schon wieder nicht verstanden. Uff. Aber wenn wir eh schon dabei sind, gucken wir uns doch auch noch Kaizo von Noobs Nummer 4 an. Ist halt das Problem, wenn man nicht weiß, wie es gedacht ist, ne? Ich habe jetzt überlegt, dass ich zwei Blöcke drunter setze und dann schaffe ich die Sprünge, aber der eine verschwindet immer wie... Was? Kann ich da mit einem gekonnten Weitsprung vielleicht bis in die Röhre rein? Geht das? Fragezeichen. Oder was willst du? Oh mein Gott.
Ja, gut. Er hält es ja gar nicht gesprungen. Das ist zu bald. Bin ich direkt da hinten? Aber, hä? Weil, guck mal, wenn ich kann keinen so kleinen Sprung machen, dass ich da nicht bis nach hinten komme. Nee. Da springe ich auf jeden Fall rein. Geht das? Ich glaube, kann ich abspringen? Und dabei da hinten die Wand, also den Wandsprung mitnehmen, wahrscheinlich schon, ne? Wüsste nicht, warum das nicht gehen soll. Dann die Wand noch küssen. Das wäre super. Also nicht. Ja, geht das oder geht das nicht? Ich krieg keinen Wand. Also ich krieg ihn nicht hin, den Wandsprung. Ich weiß nicht, ob der geht. Wir üben das mal kurz in einem anderen 3D-World-Level. Beziehungsweise testen das. So rum. Ich will einfach ein neues Ding anfangen. Oh mein Gott, ey. Ach, geh weg jetzt da mit dem blöden Namen. So, ich mache jetzt eine Testdatei, in der übe ich dann immer. So. Man kann hier jetzt alles weg. Oh, das macht mich wahnsinnig über den Kopf, über den Fernseher. So. Zeigt mir halt nicht alles. Dankeschön. Geht doch. Wie krieg ich den jetzt darüber? Da, so. Mein Gott. Ich komme einfach nicht klar. So. Blöcke. Völlig egal welche. Wie kriege ich denn jetzt... Ich will doch... Oh mein Gott. Ich will doch nur diesen verfluchten Block hier hinsetzen. Danke. Ja, so ungefähr. So, jetzt machen wir hier hoch. Dankeschön. Mehr wollte ich doch gar nicht. Oh, meine Herren. So, kann ich jetzt davon abspringen? So, ja, aber er hängt sich ja gar nicht ran an die Wand, ne? Nee, kann ich also nicht. Nee, kann ich nicht. Nee. Dann muss man es wahrscheinlich so präzise machen. Keine Ahnung. Kriege ich nicht hin. Okay. Gut, dass wir drüber geredet haben. Dann schließen wir an dieser Stelle ab. Dann hatten wir jetzt hauptsächlich die Counter-Level drin. Und sorry, Rasierer, ich krieg das nicht hin. Ja, wir werden sehen. Also ich würde deine Level schon gerne weiter probieren, aber im Moment sehe ich mich nicht in der Lage zu wissen, wie sie funktionieren. Deswegen, ich gucke mir dann die Lösungen mal an und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht holen wir dann irgendwann in dem Part mal einfach alle nach oder so. Jetzt weiß ich ja hier auch, wie das geht. Und das war ja, ich war ja nah dran eigentlich sogar. Naja, gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss.